Die UVB Vöcklermarkt ist zu Gast in Gurten und das mit vielen Ausfällen und einer verjüngten Mannschaft. Ja, und die Hausherren, die sind alles andere als gut in diese Saison gestartet. Wer holt sich also heute die 3 Punkte? Ja, und Gurten startet sehr gut in dieses Match, hat mehr Ballbesitz und kommt so auch zu einigen guten Chancen. Einwurf Matijasevic auf Jakob Kreuzer, Pass zur Mitte, ja, und beinahe erzielt hier Lukas Breiner ein Eigentor, nur der Pfosten kann hier Schlimmeres verhindern. Wir befinden uns in der 20. Spielminute. Gurten ist die klar bessere Mannschaft. Freistoß Thomas Reiter in den Strafraum der Gäste, maßgeschneidert auf den Kopf von Philipp Matijasevic, der hier Torhüter Wolfgang Schober keine Chance lässt, ihn hier geschickt überhebt und das 1:0 erzielt. Der UVB-Schlussmann wäre hier wohl besser beraten gewesen, im Kasten zu bleiben. Die UVB tut sich schwer in dieser Partie. Erst nach 29 Minuten gelingt dem Vöcklermarkt dann der erste echte Torschuss, stellt aber keine Gefahr für Gurten dar. Nur wenige Minuten vor der Halbzeitpause, Eckball Gurten, Schober mit guter Reaktion, doch dann ist Jakob Jackie Kreuzer zur Stelle, der sich diese Chance nicht nehmen lässt und zum 2:0 einnetzt. Nach der Pause ein unverändertes Bild, die Gäste haben das Ruder in der Hand und drängen auf den nächsten Treffer. Rund 5 Minuten sind gespielt, Einwurf Gurten. Ja, und dann ist es erneut Philipp Matijasevic, der hier seinen 2. Treffer macht und für seine Mannschaft auf 3:0 erhöht. Die UVB findet bis dato nicht ins Spiel, doch dann plötzlich diese Aktion. Leitner spielt in den Lauf von Mario Peter und der zieht ab und macht das 1:3. Ist das jetzt der Wendepunkt in diesem Spiel? Es ist zumindest einmal ein leichtes Aufbäumen und das noch zur rechten Zeit, denn es sind noch insgesamt 18 Minuten zu spielen. Doch dann muss Lukas Leitner vom Platz, der hier zweimal gelb ausfasst und mit Rot vom Platz muss. Die Vöcklermarkter also nur noch mit 10 Mann. Kurz darauf Ziernitzer, Flanke zur Mitte auf dem freistehenden Florian Schütze und der köpft trocken ein zum 4:1. Bei diesem Ergebnis bleibt es auch. Danach gibt es keine sehenswerte Aktion mehr und Union Gurten gewinnt völlig verdient mit 4:1 gegen eine teilweise noch sehr junge Vöcklermarkter Mannschaft. Für Gurten nach dem verkorksten Saisonstart ein echtes Erfolgserlebnis. Sie haben eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit und diese Jungen, die was halt heute zum Zug gekommen sind, sind sehr, sehr gut. Aber für die Regionalliga halt da und da hat man natürlich unsere Vorteile daraus ziehen können. Das ist, also Vöcklermarkt wird man nicht mehr so erwischen, das glaube ich auch. Wir haben hinten nicht viel zulassen und ich glaube, unsere Stärke war über die Flügel, vor allem über unsere rechte Seite haben wir oft durchgekommen mit dem René. Und ja, vorhin haben wir die Tore gemacht und wie gesagt, 4:20 verdient. Kannst du noch gar nicht mehr mitzählen, wie viel uns jetzt wirklich fehlen von der Stammformation. Also sicher mehr als wie die Hälfte. Und ja, dann wird es natürlich schwierig, weil ständige Veränderungen, die jungen Spieler müssen sich erst an das gewöhnen. Klar tut es weh, wenn einige Spieler ausfallen, aber wir haben einen großen Kader, wir haben gute Junge, wir haben eine gute Mannschaft, wo wir das auffangen können. Heute ist leider schief gegangen, also wirklich schief gegangen. Ja, mein Kopf hoch und das nächste Spiel.